Wir lesen in Jeremia 29 die Verse 11 bis 14. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ihr Lieben, was für bedeutende Worte, die wir gerade gehört haben aus Jeremia. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, hieß es, so will ich mich auch von euch finden lassen. Und wir haben es gehört, diese Welt scheint immer unsicherer. Wir wissen immer weniger, was uns die nächsten Tage und Wochen erwartet. Aber diese Sache ist uns gewiss. Dieses Versprechen hat Gott uns gegeben, dass er sich finden lässt, wenn wir wirklich aufrichtig nach ihm suchen. Und letztlich ist es so, dass er uns ja nachgeht und er der Erste war, der uns angefangen hat zu suchen. Wir haben es gehört, der Titel lautet Der richtige Mann, William Miller, von Gott berufen. Und der Haupttitel für diese Vortragsreihe lautet 1844, eine Welt im Ausnahmezustand. Und ich wurde schon etwas scherzhaft gefragt, ob wir einen Fehler in diesem Titel gemacht haben. Und ob wir nicht eigentlich das jetzige Jahr eintragen müssten, haben wir nicht heute diesen Ausnahmezustand in der Welt, wo wir doch sehen, dass unglaubliche Szenen sich vor unseren Augen ausbreiten. Aber der Punkt ist der, auch wenn es mir immer schwieriger fällt, dies zu begründen, weil sich momentan auch jetzt gerade wieder die Ereignisse überschlagen, ist, glaube ich, der Punkt der, dass wir noch nicht eine Welt erreicht haben, wie sie damals 1844 im Ausnahmezustand war. Denn nicht heute, sondern damals sind überall auf der Welt Männer gleichzeitig aufgestanden, die haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und haben auf unterschiedlichen Kontinenten verkündigt, dass das Weltende kommen wird und dass ein Gericht stattfinden wird. Und nicht heute, sondern damals war es so, dass weltweit sich eine große Schar von Menschen diesen Verkündigern, diesen Predigern angeschlossen hat, weil sie gemerkt haben, dass es keine Gegenargumente aus der Schrift dagegen gibt. Und nicht heute, sondern damals war es so, dass es auch scheinbar so war, dass die Gestirne durch Zeichen, die sich im Himmel ergeben haben, dieser Botschaft noch Kraft verliehen haben. Und bis dahin dachten die Menschen, dass solche Weissagungen über die Zeichen im Himmel, dass diese geistlich zu verstehen wären. Und dann, als sie sich erfüllt haben in dieser Zeit, ist ihm bewusst geworden, nein, diese Dinge waren in Gottes Wort buchstäblich gemeint und die Menschen waren überrascht davon. Und nicht heute, sondern damals war es so, in Ländern, wo diese Botschaft nicht verkündigt werden durfte, über das drohende Ende der Welt, über das drohende Gericht, dass Gott Kinder, sogenannte Kinderprediger, gebrauchen musste. Beispielsweise in Schweden. Liebe Grüße gehen nach Schweden raus an dieser Stelle. Und als diese Kinderprediger gefragt wurden, wie konnte es sein, dass ihr eben noch mit den Murmeln und mit euren Puppen gespielt habt, ihr wart dann nicht mehr imstande zu lesen oder zu schreiben oder zu rechnen und dann vor versammelter Mannschaft seid ihr auf den Tisch gegangen und habt mit einer Vollmacht, die vermuten ließ, dass der Geist Gottes in euch ist, auf einmal verkündigt, dass das Ende kommt. Sie haben gepredigt, weil es den Erwachsenen unter Strafandrohung, unter Gefängnisandrohung nicht gestattet war, diese Dinge zu predigen. Und als sie dann gefragt wurden, wo sie wieder zu ihren Puppen hingegangen sind, was war das, was wir eben erlebt haben? Diese Kraft, mit der ihr gepredigt habt und die übernatürlichen Zeichen, die von dem begleitet waren. Dann sagten sie, das ist die Erfüllung aus Joel 3, Vers 1, wo es heißt, eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Haben wir sowas heute schon erlebt? Es war damals und nicht heute, wo Gegenbewegungen aufgekommen sind, um von diesen Ereignissen abzulenken, vor allem um die Zeit von 1844. Das heißt, die Evolutionstheorie kam genau in dieser Zeit auf. Der Spiritismus, der Okkultismus, der die Menschen gefangen hat, wo es noch keinen Fernseher gab und von dieser Botschaft, die überaus wichtig war, abgelenkt hat,
kam in ihrer Zeit damals auf? All diese Dinge wollen wir zusammen betrachten. Der Punkt ist der, 1844 ging Christus ins Allerheiligste ein. Und damit wollen wir uns auch beschäftigen die nächsten Tage. Und was für ein Zustand war auf der Welt, als Christus ins Allerheiligste ging? Es war eine Welt im Ausnahmezustand. Was erwarten wir demnächst als nächste Ereignisse, dass Christus das Allerheiligste wieder verlässt? Was wird das für eine Welt sein? Es wird erneut eine Welt im Ausnahmezustand sein und jetzt werden wirklich Ereignisse stattfinden, wo selbst 1844 nicht mehr mithalten kann. Heute ist es so, um auf diesen Vortrag zu sprechen zu kommen, dass die Menschen sich daran machen zu datieren, den Zeitpunkt für die Entstehung der Erde. Aber heute wollen wir uns mit einem Menschen beschäftigen, der nicht den das Aufkommen dieser Erde, die Entstehung datiert hat, sondern sich kreativ war und sich vorgenommen hat, das Ende dieser Erde mal zu datieren. Und zwar im Vorfeld und nicht erst im Nachfeld. Gehen wir zusammen auf Suche und schauen uns genauer an, was dieser Mann uns zu sagen hat. Nach 2 Jahren, sagt dieser Mann, des Studiums der Schrift, kam ich im Jahre 1818 zu dem feierlichen Schluss, dass in etwa 25 Jahren alle gegenwärtigen Ereignisse ihr Ende finden werden. Wenn wir das jetzt berechnen, dann würden wir auf einen Weltuntergang im Jahre 1843 kommen. Und wir fragen uns, wer war dieser Mann? Wie konnte er solch eine kühne Behauptung überhaupt begründen? Wer würde ihm die Grundlage dafür bieten? Dazu heißt es mit der ernsthaften Überzeugung, dass solch ein bedeutsames Ereignis in der Schrift vorhergesagt wurde, welches zudem noch in solch einer Kürze der Zeit erfüllt werden sollte, drängte sich mir deutlich die Frage auf bezüglich der Pflicht, die ich der Welt gegenüber hatte. Wenn das Ende so nah sein sollte, so war es wichtig, dass die Welt davon erfahren sollte. Das heißt, durch das Studium des Wortes Gottes kam er zu diesem Schluss. Und zwar genauer gesagt durch das Studium der Prophetie in diesem Wort. Auch das werden wir uns die nächsten Male genauer anschauen wollen. Und auch jetzt stellt sich schon die Frage, stimmte sein Prophetieverständnis? Und wenn es wirklich stimmig wäre und wahr wäre, dann hätte er recht, dann müsste es alle Welt erfahren. Ich musste annehmen, dass es den Widerstand der Gottlosen hervorrufen sollte. Aber es kam mir nie in den Sinn, dass irgendein Christ sich dagegen verwehren würde. Ich nahm an, dass sie sich über solch eine herrliche Aussicht erfreuen würden, sodass es nur nötig sein würde, es ihnen mitzuteilen und sie würden es annehmen. Dies war seine Erwartung. Wir könnten fast sagen, dies war etwas naiv, an das er glaubte, dass es andere bereitwillig annehmen würden. Der Punkt hier ist aber der, dass für ihn dieses Ereignis ein freudiges Ereignis war. Er sah darin keine Bedrohung. Warum müssten wir als Christen auch darin eine Bedrohung sehen? Meine große Furcht war aber, dass sie in Erwartung solch eines herrlichen Erbes, welches in Kürze offenbart werden sollte, die Schrift nicht genügend erforschen würden, um selber die Wahrheit darin zu erkennen. So war ich zurückhaltend darin, es zu präsentieren, damit nicht durch einen Fehler meinerseits irgendjemand verführt werden würde. Das heißt, seine Sorge war, dass er irgendwo geirrt hatte. Und dass er dann der Grund wäre dafür, dass andere Menschen, die auf ihn hören würden, anstatt auf das Wort, dass er diese anderen Menschen verführen würde. Und deswegen, wegen seinen Besorgnissen, wegen seiner Sorge, würde er mehrere Jahre lang schweigen, bis er sich endlich aufmachen würde, das weiterzugeben. Wer war also dieser Mann? Nummer 2, wie berechnete er das Weltende? Und Nummer 3, wie würde die Welt auf ihn reagieren? Dieser Mann war William Miller. Und nach ihm würde einige Jahre später eine ganze Bewegung benannt werden. Und wenn ihr im Jahre 1840, in den 1840ern in Neuengland gelebt hättet, dann würdet ihr mit Sicherheit diesen Menschen gekannt haben.
Seine Mutter war Baptistin und deswegen wuchs Miller in einem christlichen Umfeld auf. Auch wuchs er unter ärmlichen Zuständen auf. Das heißt, er hatte kein Geld für Schulbücher, er hatte kaum Geld, seine Familie kaum Geld für Kerzen und die Schulbildung war auf 3 Monate des Jahres, vor allem die kalte Jahreszeit, beschränkt in den Wintermonaten. Und trotzdem war dieser Miller sehr wissbegierig. Deswegen sammelte er am Tag Pinienzapfen, um sie während der Nacht an der Feuerstelle mit der Restglut zu entzünden und so Licht zu haben, die Lektüre, die ihm auf dem Herzen brannte, studieren zu können. Und so las er auf diese Weise seine Bücher. Über seine Frau lesen wir einen Tagebucheintrag aus dem Jahr 1803. Und da heißt es, es mag daran erinnert sein, dass ich mich an diesem Sonntag des besagten Tages band, und zwar der Partner von Frau Lucy Smith zu werden. Ich stimme zu, ihr zu gehören und nur ihr, vorausgesetzt sie ist desselben Geistes, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir wissen im Nachhinein, sie war desselben Geistes. Deswegen sollten sie im Juni 1803 heiraten und fast 50 Jahre später erst durch den Tod geschieden werden. Mit der Heirat mit dieser Frau zog Miller um in ihre Heimat. Dort gab es eine Bibliothek, das wäre das gefundene Fressen für William Miller. Diese Bibliothek würde fortan sein zweites Zuhause werden. Und er interessierte sich für die Geschichte auf der einen Seite, aber auch für die Philosophie auf der zweiten Seite. Die Bürger dieser Stadt, in der er nun hinzog, zu der er hinzog, waren vor allem Deisten. Deisten glauben daran, dass Gott den Stein ins Rollen gebracht hat, das heißt die Erde geschaffen hat, sich aber dann von dieser Erde zurückgezogen hat. Und damit diese Dinge und wir und diese Welt uns selber überlassen sind. Das heißt, es gibt kein weiteres göttliches Eingreifen mehr. Auf diese Weise, weil schlechter Umgang die Sitten verdirbt, wurde auch William Miller ein Deist. Und dieser christliche Glaube wurde nahezu völlig ausgelöscht. Ich konnte keinen Lichtmoment in der vergangenen Geschichte erkennen. Die Eroberer dieser Welt, die Helden der Geschichte, waren offensichtlich nur Dämonen in menschlicher Form. Wir sehen, wie sich sein Weltbild änderte durch die Brille, durch die er die Welt betrachtete. All die Sorge und das Leid in dieser Welt schienen in dem Maße zuzunehmen, wie ihre Macht zunahm, die sie über andere hatten. Könnte man solche Zeilen auch heute lesen, auf unsere Zeit anwenden? Ich fing an, sehr misstrauisch meinen Mitmenschen gegenüber zu werden. In diesem Zustand trat ich in den Dienst für mein Land ein. Dieser mütterliche Glaube war nahezu ausgelöscht und dieser William Miller war desillusioniert. Und die Frage wäre, wäre Gott imstande, diesen Miller, wenn er es aufrichtig meint, wieder zurückzuholen? Wie würde sein weiterer Lebensweg verlaufen? Er wurde im Jahre 1813 als Leutnant in die amerikanische Armee berufen. Seit 1812 herrschte bereits Krieg zwischen den USA und Großbritannien. Dieser Krieg wäre entscheidend und würde entschieden werden im Jahre 1814 mit der Schlacht bei Plattsburgh. Die Sache ist die, dass die amerikanischen Streitkräfte bei weitem unterlegen waren. Deswegen wurde erwartet, dass es zu einer schnellen Niederlage der Amerikaner kommen würde. Miller sagt hier nun, Sir, es ist vorbei, es ist unser Ende. Die britische Flotte hat unsere amerikanische Flagge erreicht. Großes Gemetzel auf beiden Seiten. Diesen Morgen um 10 Uhr haben die Briten ein sehr schweres und zerstörerisches Feuer auf uns eröffnet, zu Wasser und zu Land. Ihre Raketen flogen wie Hagelkörner über uns. Mit anderen Worten, die Niederlage und das Ende wäre absehbar. Aber dann geschah etwas, was menschlich nicht verstanden werden könnte und nicht erklärbar wäre. Sie haben keine Vorstellung, schreibt er nämlich weiter von der Schlacht. Unsere Truppe war klein, aber wie tapfer sie kämpften. 3 meiner Männer sind verwundet durch was?
durch eine Granate, die weniger als einen Meter entfernt von mir explodiert ist. Das Schiff der Flotte legte gerade an, als man uns sagte, dass der britische Befehlshaber getötet worden sei. Von 300 an Bord, nun 25 Männer, nur 25 Männer überlebten. Senden Sie diese Zeilen meiner Frau. Miller verstand die Welt nicht mehr, weil er würde, trotz dass diese Granate in so kurzer Distanz von ihm explodierte, würde er überleben. Aber andere, die viel weiter weg waren, wären verletzt und wären verwundet. Und Nummer zwei, nicht nur wie konnte er überleben, obwohl das nicht nachvollziehbar wäre, sondern wie konnten die Amerikaner siegen? Denn sie würden siegreich aus diesem Krieg hervorgehen. Und das wäre menschlich unerklärbar. Aber nach dem deistischen Denken gab es ja kein Eingreifen Gottes. Könnte es sein, dass Gott doch eingegriffen hat und seine Theorie auf die Welt nicht schlüssig wäre? Das heißt, er sich irren würde? Miller würde das, auch die Bedrohung seines Lebens durch diese Granate, erstmal verdauen müssen und würde dafür die folgende Zeit nutzen. Zu Beginn der Schlacht betrachteten wir unsere eigene Niederlage als nahezu gesichert und dennoch waren wir siegreich. Wäre Gott imstande, sich selbst durch solche Dinge uns zu offenbaren und uns durch den Lauf des Lebens wieder zurückzuholen? Könnte es sein, dass er uns den Lauf des Lebens aussendet, weil er weiß, dass dieser Weg imstande ist, uns zum Nachdenken zu bringen? Gibt es womöglich doch eine Vorsehung und einen liebenden Gott und nicht nur einen Gott, der die Welt ins Rollen brachte und sich dann zurückzog? Es schien mir, als ob ein höheres Wesen in besonderem Maße über die Interessen unseres Landes gewacht haben müsste und uns sogar aus der Hand der Feinde befreite. Dieser Ausgang bei all den Schwierigkeiten, gegen die wir anzukämpfen hatten, schien mir das Wirken einer mächtigeren Macht. Gottes Geist ist beständig am Wirken in unserem Leben. Im Jahre 1815 trat Miller dann aus der Armee aus. Er wurde entlassen und er kehrte nun zurück zu seiner Frau. Und würde nun endlich Ruhe finden nach diesen bewegten Zeiten als Farmer. Und dies war sein Plan, aber manchmal sind unsere Pläne nicht Gottes Pläne mit uns. Denn aus der Ruhe wurde nichts, denn der Schlachtausgang trieb ihm weiter um. Und Gott kann diese Dinge gebrauchen, mit seinem Geist beständig an uns wirken, selbst wenn es Jahre dauern würde. Gott hat Geduld. Dann war es so, dass er gelegentlich die Baptistenkirche besuchte. Und zwar dies tat er seinem Onkel zuliebe, und zwar auch nur dann, wenn sein Onkel predigte. Und deswegen, um diesem Miller weiter nachzugehen, gebraucht Gott ja auch Menschen. Hatten Menschen, Glieder dieser Gemeinde, ihn gebeten haben, Miller, du bist doch bewandert, du bist doch begabt. Kannst du nicht ab und zu mal eine Predigt vorlesen? Und die Diakone würden dann die Lektüre ausgewählt haben, die Miller dann der Gemeinde am Sonntag präsentieren würde. Und diese Lektüre bewegte ihn und bewegte sein Herz. Einmal war er sogar unfähig, zu Ende zu lesen und jemand anderes musste übernehmen. So häufig wissen wir einfach nicht, worum es geht und wie Gott uns nachgeht. Ich wurde dann dahin gebracht, zu erkunden, wie ein gerechtes Wesen imstande wäre, solche zu erretten, die sein Gesetz übertreten. Wir sehen, er ist jetzt hier schon viel mehr in der Materie. Das sind jetzt bereits seine Gedanken, die wären vorher gar nicht möglich gewesen. Also Gott hatte bereits gewirkt. Die Werke der Natur und auch die Vorsehung konnten mir darauf keine Antwort geben. Ich wurde fast in die Verzweiflung getrieben. In diesem Zustand befand ich mich für mehrere Monate. Das heißt, es arbeitete an William Miller. Vielleicht würde er noch eine Aufgabe haben. Vernichtung war ein kalter und erschreckender Gedanke. Rechenschaft, ein sicherer Tod für alle. Der Himmel war eine ungeheure Last über mir und die Erde wie Eisen unter meinen Füßen. Ewigkeit, was ist das?
Und Tod, was ist das? Je tiefer ich darüber nachdachte, desto verworrener schienen meine Schlussfolgerungen. Ich versuchte, das Denken aufzugeben, aber meine Gedanken konnten nicht kontrolliert werden. Mein Zustand war wirklich jämmerlich, aber ich verstand den Grund nicht. Ich klagte und beschwerte mich, aber wusste nicht, über wen. Ich empfand es als falsch, aber ich wusste auch nicht, wie ich es besser machen sollte. Ich klagte, aber ohne Hoffnung. Und manchmal lässt Gott solch schwierige Zeiten in unserem Leben zu. Und wir haben, glaube ich, alle solch schwierige Phasen bereits erlebt. Haben sie einen Zweck? Wäre dies nicht manchmal das letzte Mittel, wenn es uns zu gut geht und wir nicht tiefer nachdenken wollen? Schließlich muss doch er einsehen, dass die Realität, siehe Kriegsausgang, siehe diese Granate, mit seiner Theorie nicht kompatibel war. Und von daher wäre die logische Schlussfolgerung, umzukehren, anders zu denken, die Dinge nochmal neu zu überdenken und zu korrigieren. Sollten wir nicht diese Demut haben? Schließlich öffnete mir Gott durch seinen Heiligen Geist die Augen, als ich fast verzweifelte. Und nun sah ich Jesus als einen Freund und meine einzige Hilfe und das Wort Gottes als vollkommene Richtschnur für das Leben. Was für eine schwierige Geburt. Das geht deutlich über die 9 Monate einer Frau hinaus, wobei wir das nicht vergleichen können. Das heißt, Gott war es, der hier William Miller die Augen geöffnet hat und der ihm durch das Wort Gottes, was er studierte, Orientierung gab. Und der aufgrund dieses Studiums des Wortes Gottes nun Frieden fand, weil er Jesus als Freund entdeckte. Das sind Dinge, die wir so häufig nicht mal in der Schule lernen, wo doch die Basic Skills vermittelt werden sollten. Plötzlich wurde ich von dem Charakter eines Erlösers lebendig beeindruckt. Es schien mir so, als sei da ein Wesen, welches so mitfühlend ist, dass es selbst bereit wäre, für unsere Übertretung zu büßen und uns von der Strafe der Sünde zu erretten. Jetzt wurde mir bewusst, wie liebenswert solch ein Wesen sein müsste, und ich stellte mir vor, dass ich mich in die Arme dieses einen werfen könnte und ganz in seine Gnade vertrauen könnte. Können wir unter solcher Maßgabe, wenn wir auf solch einem Fundament stehen, nicht wirklich Frieden finden? Und dieser Miller fand seinen Frieden. Das heißt, mit der Begegnung zu Jesus begann der Weg des Glaubens, auch für William Miller. Und die Frage wäre, ob es neben dieser Erkenntnis und neben diesem Frieden mit diesem Jesus aber auch rationale Gründe gäbe, die uns ein Fundament wären, auf dem wir laufen könnten. Gibt es rationale Gründe, dass das hier wirklich alles real ist und dass es sich lohnt zu glauben? Es tauchte die Frage auf, wie überprüft werden könnte, dass solch ein Wesen existierte. Und er gab dann selber die Antwort darauf, naja, außerhalb der Bibel, so wurde mir bewusst, konnte ich keine Beweise für die Existenz eines solchen Erlösers finden. Das heißt, mit anderen Worten, Gott müsste eigentlich existieren und das Wort Gottes müsste inspiriert sein, weil wie kann es denn sonst sein, dass sein Herz ein bestimmtes Bedürfnis hat und der Erlöser und der Gott, den das Wort Gottes beschreibt, genau mit diesem Bedürfnis übereinstimmt? Das kann doch kein Zufall sein. Ich wurde davon überzeugt, dass es unrealistisch sei, in solch einen Erlöser zu glauben, ohne jegliche Beweise. Ich sah, dass die Bibel mir genau den Erlöser aufzeigte, den ich brauchte. Und ich war erstaunt, wie ein angeblich nicht inspiriertes Buch Grundsätze entwickeln konnte, die so sehr abgestimmt sind auf die Bedürfnisse einer gefallenen Welt. Und damit erkannte er, dass das Wort Gottes wirklich das Wort Gottes und eine Offenbarung von seiner Seite sein müsste,
Nur schon anhand dieser ersten, man könnte sagen, kleinen Erkenntnis, selbst ohne Betrachtung der Prophetie. Ich war dazu genötigt, zugeben zu müssen, dass die Schrift eine Offenbarung Gottes sein müsste. Sie wurde zu meiner Freude und in Jesus fand ich meinen Freund. Wir nennen dies, was hier geschah, auch wenn es manchmal ein allmählicher Prozess ist und sich über Monate oder Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte hinstreckt. Und Gott würde dieses Opfer trotzdem annehmen und er würde es erst recht annehmen, weil er diesem letzten verlorenen Schaf nachgeht, egal wie lange es dauert. Aber nichtsdestotrotz, das, was hier geschah, würde man die Bekehrung eines Menschen nennen. Und diese Bekehrung sprach sich rum in seinem Viertel, in seiner Gegend. Und jetzt wäre die Frage, ob er genügend Beweise vorbringen könnte seinen kritischen, deistischen Freunden, die ihn löchern würden mit den Argumenten, die er früher verwandt hat, gegen diesen Gott und gegen das Wort Gottes. Würde er standhalten können? Im Herbst 1816 unterhielt ich mich mit einem Freund bezüglich meiner Hoffnung auf eine herrliche Ewigkeit aufgrund der Verdienste und der Fürsprache dieses Erlösers. Dann fragte er mich, woher ich wisse, dass es einen Erlöser gebe. Ich sagte, dass er in der Bibel so offenbart wird. Er fragte dann, woher ich denn wisse, dass die Bibel wahr wäre und brachte meine früheren deistischen Argumente über die Widersprüche und Ungereimtheiten der Bibel gegen mich an. Ich sagte ihm, dass die Bibel Gottes Wort wäre und dass alles darin Geschriebene verstanden werden könne und miteinander harmoniert. Auch sagte ich ihm, dass, wenn er mir etwas Zeit geben würde, ich all diese scheinbaren Widersprüche in Einklang zueinander bringen würde. Wenn ich das nicht könnte, dann würde ich fortfahren, ein Deist zu sein. Das heißt, veranlasst, selbst das könnte Gott gebrauchen, durch die kritischen Freunde würde er nun noch tiefer in Gottes Wort graben und Gottes Wort studieren. Und wie ging er vor beim Studium des Wortes Gottes? Ich widmete mich dann dem Gebet und dem Lesen der Schrift. Was für eine Erkenntnis nach so vielen Jahren. Ich entschloss mich, alles andere beiseite zu legen und die Schrift sich selber auslegen zu lassen. Das ist die höchste Erkenntnis, die man finden kann, sich dem Gebet zu widmen und sich dem Wort Gottes zu widmen. Davon hängt unsere Erlösung ab, auch wenn es die Welt belächeln mag. Ich begann mit dem ersten Buch Mose und las Vers für Vers. Und ich las erst weiter, wenn die Bedeutung des Textes, den ich gerade las, zu meiner völligen Zufriedenheit mir verständlich geworden war und keine Widersprüche mehr zulasse. Was wollte er eigentlich tun? Erinnert ihr euch? Wollte er sich nicht eigentlich seiner Farm widmen? Aber damit war jetzt wohl nichts mehr. Stattdessen studierte er die Bibel. Und es gibt einen Unterschied zwischen die Bibel einfach nur lesen, wobei selbst das schon gut ist und Gottes Geist dadurch wirkt, und auf der anderen Seite wirklich Gottes Wort zu studieren zu einem bestimmten Thema. Und was Miller hier tat, war, er studierte das Wort Gottes systematisch und auch nach Themen, wie wir später einmal sehen werden. Wenn mir irgendetwas unklar gewesen war, so verglich ich diese Stelle mit allen vorhandenen Parallelstellen. Dazu verwendete ich eine Konkordanz und schlug die wesentlichen Wörter eines nicht verständlichen Textabschnittes nach. So trug jedes Wort, das ich nachschlug, mit seiner Bedeutung dazu bei, mir den unklaren Textabschnitt als Ganzes zu erklären. Das heißt, seine Werkzeuge in Zeiten, wo es noch kein Internet, YouTube und Google gab, war die Schrift allein, sola scriptura, und auf der anderen Seite eine Konkordanz. Seine Studiendauer würde zuerst einmal 4 Semester betragen. Er würde 2 Jahre studieren. Seine Annahme war, dass sich die Bibel selber auslegen würde. Das widersprach den Theologen der damaligen Zeit, die dieses Wort nach Gutdünken, so wie es halt gerade gepasst hat, ausgelegt haben. Und hierbei
während dieser 2 Jahre, wo er Schritt für Schritt, Vers für Vers die Bibel durchstudierte, entdeckte er noch etwas in der Schrift, und zwar die Prophetie. Genauer gesagt, entdeckte er zahlreiche Prophetien über das erste Kommen Christi. Und er hat erkannt, weil es bereits Geschichte war, dass das, was teilweise Jahrhunderte zuvor, teilweise Jahrtausende zuvor vorhergesagt wurde, über dieses erste Kommen Christi, sich wirklich, als der Messias kam, bei diesem ersten Kommen erfüllt hatte. Und jetzt wurde ihm bewusst, naja, neben den Prophetien über die erste Ankunft gibt es doch auch noch Prophetien über die zweite Ankunft Christi. Und die Frage wäre, würden sich diese Prophetien auch genauso buchstäblich erfüllen, wie sich die Prophetien über sein erstes Kommen buchstäblich erfüllten? Dazu sagt er, bei der Betrachtung der Zeichen der Zeit und des gegenwärtigen Zustandes dieser Welt fällt auf, dass sie mit der prophetischen Beschreibung von den letzten Tagen harmonieren. Daher musste ich annehmen, dass diese Welt das Ende ihres zugeteilten Bestehens erreicht hatte. Als ich mir die Beweise anschaute, konnte ich zu keinem anderen Schluss kommen. Das heißt, anhand der Prophetie erkannte Miller, dass er in der Endzeit leben müsste. Das ist kein Begriff, den sich irgendein Mensch ausgedacht hat. Dieser Begriff kommt etwas umgedreht in der Schrift wirklich vor, die Zeit des Endes. Und das Ende der Endzeit wäre die Wiederkunft Christi, die zweite Ankunft. Das heißt, Miller studierte 2 Jahre die Schrift, von 1816 bis 1818, stieß dann auf die Vorhersagen und als Ergebnis kam er im Jahre 1818 zu der Erkenntnis, dass der Weltuntergang mal gerade 25 Jahre entfernt wäre. Wir hatten dies vorn bereits als Einstieg gelesen. Und das wäre im Jahre 1843. Er begründete dies anhand der 2300-Tage-Prophetie aus Daniel 8, Vers 14, die nach Hesekiel 4, Vers 6 2300 Jahre wären. Und hat gesagt, naja, diese 2300 Jahre, biblisch gesehen, prophetisch gesehen, enden im Jahre 1843. Dazu werden wir ein anderes Mal uns mehr beschäftigen, was es mit dieser Prophetie auf sich hat. Das heißt mit anderen Worten, so als wäre das etwas Gewöhnliches, das Ergebnis, auf welches Miller jetzt kam, würden wir, wenn wir jetzt die weiteren Jahre betrachten, sagen können, im Jahre 1820 würde die Antarktis entdeckt werden. Denn so geschah es. Im Jahre 1824 wäre die Premiere von Beethovens 9. Denn so geschah es. Im Jahre 1829 wäre dann der Bau des ersten Elektromotors. Zur Freude mancher Parteien heute, könnte man sagen. Und so geschah es auch. Im Jahre 1834 endete dann offiziell die spanische Inquisition. Und genauso geschah es. Und dann nach Miller im Jahre 1843 würde das Gericht stattfinden und er mutmaßte, das Gericht müsste das Ende der Welt sein. Wäre das der Verlauf der Welt? Brach jetzt bei Miller nach dieser Erkenntnis noch circa ein Vierteljahrhundert bis zum Gericht, ein Vierteljahrhundert bis zum Ende der Welt, brach bei ihm jetzt Panik aus? Schauen wir mal, wie er damit umging. Ich brauche wohl nicht über die, wie bitte? Die Freude zu berichten, die mein Herz erfüllt, in Betracht dieser herrlichen Erwartung und auch nicht über das sehnsüchtige Verlangen meiner Seele, Teilnehmer der Freuden der Erlösten zu sein. Die Bibel war nämlich für mich ein neues Buch. Es konnte jeder kritischen Betrachtung standhalten. Das heißt, Miller hatte Christus. Und deswegen müsste auch das Weltende, wo diese Zeit hier endet und all dieses Chaos auf dieser Welt und diese Zustände enden, für ihn keine Bedrohung sein. Er verfiel auch nicht in Depressionen aufgrund dieser Erwartung.
Alles, was dunkel, schleierhaft und unklar schien, war wie weg und machte Platz für klares Licht, das nun von seinen heiligen Seiten ausging. Oh, wie hell und herrlich diese Wahrheit vor mir erschien. Ich wurde immer fester in meinen Schlüssen und begann auf das Kommen meines Erlösers zu warten und danach Ausschau zu halten. Das heißt, je gründlicher er studierte, nachdem er anfangs erstmals diese Prophetie entdeckt hat, desto sicherer wurde er sich, dass er richtig lag in seinem prophetischen Verständnis. Aber William Miller wäre ein gründlicher Mann und um wirklich sehr gründlich und ganz sicher zu sein, würde er weitere 13 Jahre studieren und so lange diese Sache erstmal für sich behalten. Erst nach 13 Jahren, wenn alles gut laufen würde, würde dieser William Miller aufstehen und es anderen verkündigen. Verschiedene Schwierigkeiten nämlich, schreibt er weiter, und Einwände kamen in mir von Zeit zu Zeit auf. Bestimmte Passagen erschienen mir, als würden sie gegen meine Schlussfolgerung sprechen. Ich würde meine Ansichten dabei anderen nicht präsentieren, während solche Stellen noch gegen mich sprechen. Deswegen hielt er zurück. Er würde sich doch nicht blamieren wollen in der Öffentlichkeit und es dann womöglich zurückziehen müssen. Das heißt, vor Ablauf der 13 Jahre Studienregelzeit würde er nicht verkündigen. Er würde so lange studieren, bis seine letzten Zweifel ausgeräumt sind, weil das, was er verkündigen würde, keine gewöhnliche Sache war. Daher setzte ich das Studium der Schrift fort, um zu sehen, ob ich diesen Einwänden Recht geben müsste. Mein Anliegen war dabei nicht, sie zu beseitigen, sondern zu sehen, ob sie berechtigt sind. Er wollte nicht mit aller Gewalt diese Erkenntnis, diese Sache durchsetzen. Er war wirklich aufrichtig am Suchen. Er war nicht voreingenommen. Er suchte nach der Wahrheit, genau wie wir es vorhin gehört haben. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, das ist die Bedingung. Und jetzt kommt die Verheißung, so will ich mich von euch finden lassen. Schließlich war ich mir sicher mit meiner Schlussfolgerung, welche sich mir vor 7 Jahren meinem Gemüt, erst mitten in dieser Zeit des Studiums, mir vor 7 Jahren meinem Gemüt mit solch einer Kraft aufgedrückt hatte. Das heißt, dieses schließlich, von dem er hier spricht, würden mehrere Jahre inkludieren. Wir verwenden dieses schließlich in der Regel für ein paar Minuten oder Stunden. Die Pflicht, die Beweise von der Nähe des Advents anderen mitzuteilen, wurde mir nun mit noch deutlicherem Nachdruck aufgezeigt. Und wir fragen uns, wer war es denn, der diesen Miller so sehr gedrängt hat und bewegt hat und ihm gezeigt hat, dass er nicht schweigen könne, sondern wirklich rausgehen müsste, auch wenn er vielleicht einen Fehler begehen würde, was wir uns anschauen werden. Bisher konnte ich dieser Pflicht entgehen, da ich mich mit den Einwänden gegen diese Sicht beschäftigte. Das heißt, deswegen schwieg er bisher durchweg. Aber nun fing Miller, als er sich immer sicherer wurde, an, zunehmend kühner zu werden. Und er fing an, im kleinen Rahmen mit Freunden und mit Nachbarn über diese Dinge zu sprechen. Aber wie haben sie reagiert? Sie haben es gar nicht beachtet, weil sie sich gesagt haben, wer ist denn dieser William Miller? Wer ist es? Das ist ein Farmer. Das ist jemand, der mal im Krieg war. Sollen wir uns, ja, Krieg hat was mit Zerstörung zu tun, aber sollen wir uns jetzt auf diesen Mann verlassen im Hinblick auf die Zerstörung der Welt? Unmöglich wäre es doch, dass Gott durch solch eine Person sich offenbaren könnte. Und dadurch wurde William Miller ziemlich entmutigt. Könnten Sie recht haben? Wieso sollte Gott ihn auswählen? Deswegen studierte er einfach weiter. Das war es, was er gut konnte,
Also weitere Jahre vergingen und strichen ins Land. Aber dennoch hatten diese Studien und all diese Jahre ein großes Problem, weil er fortwährend diese Last auf seinen Schultern spürte und selbst bei seinen täglichen Pflichten diese Stimme hörte. Und was sprach diese Stimme zu ihm? Sie sprach: Geh hinaus und erzähl es der Welt. Ich versuchte mich vor dem Herrn dafür zu entschuldigen, dass ich nicht hinausging und es der Welt verkündigte. Ich sagte ihm, dass ich es nicht gewohnt sei, öffentlich zu sprechen. Jetzt kommen all diese menschlichen Argumente, warum wir nicht so können, wie Gott will. Dass ich nicht die nötigen Qualifikationen hätte, um die Aufmerksamkeit von Zuhörern zu erlangen. Da muss man sicherlich sehr redebegabt sein mit solch einer Botschaft. Dass ich sehr zurückhaltend sei und mich fürchtete, vor die Welt zu treten. Das sind mindestens 4 Argumente, die ich herausziehe. Das heißt, menschlich betrachtet war dieser William Miller komplett unqualifiziert. Er hatte keinen Bachelor, er hatte keinen Master. Für das Weltende müsste man zumindest promoviert sein oder einen Professor haben, ein Professor sein. Aber selbst das, nichts von all diesen Dingen war er. Wie war es zuvor mit Mose? Was war sein Argument, nicht gehen zu müssen? Herr, das meinst du doch jetzt nicht ganz ernst. Mose sagte: Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Ich habe keine Gabe zum Sprechen. Ich kann nicht ausgehen. Könnte es sein, dass unsere Unfähigkeit gerade der Grund dafür ist, dass Gott uns gebraucht und beruft und sich uns im alltäglichen Leben? Sagt nicht Jakobus: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er was? Gnade. Und Paulus sagt im 1. Korinther 1, nicht viele Angesehene sind berufen. Wie bitte? Nicht viele Angesehene, sondern, jetzt kommt das große Aber, was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. Das Geringe, das, was in dieser Welt gering geachtet wird, hat Gott erwählt. Und sogar das Verachtete, das ist mal eine Steigerung, genau das pickt Gott sich heraus, weil dann wäre klar, dass ihm die Ehre zukommt. Und wie häufig sind gerade die Menschen, die Schweres schultern mussten, in dieser Welt offen für Gott und seinen Geist. Und denen kann sich Gott offenbaren. Dennoch wäre Demut kein Grund und keine Ausrede für Ungehorsam. Irgendwann müsste dieser William Miller, wenn er wirklich von Gott berufen worden wäre, müsste er ausgehen und der Berufung folgen. Wir befinden uns nun im Sommer des Jahres 1831. Es ist früh am Morgen. Nach dem Frühstück würde sich William Miller wie all die Jahre zuvor, er wäre vermutlich auch so gestorben, bis zum Ende einfach nur zu studieren, machte er sich nach dem Frühstück auf zum Studium. Aber das Problem war, dass an diesem Morgen die Bürde stärker war als jemals zuvor. Und da waren ständig diese Worte in seinen Ohren. Gerade an diesem Tag: Geh und erzähl es der ganzen Welt. Und dies wäre auch für einen einfachen, schlichten Farmer nicht schwer zu verstehen. Mein Unbehagen nahm so sehr zu, dass ich ein ernstes Abkommen mit dem Herrn schloss, dass, wenn er mir den Weg ebnen würde, ich gehen und meine Pflicht für diese Welt erfüllen würde. Und jetzt kamen die Worte: Was meinst du mit den Weg ebnen würden? Kamen mir daraufhin in den Sinn. Also wenn er jetzt ein Abkommen, wenn er ein Bund mit Gott schließt, dann müsste er schon konkreter werden. Worin soll denn genau dieses Abkommen, dieser Bund bestehen? Also wurde er konkreter. Und er würde es Gott maximal schwer machen, dieses Abkommen zu erhören. Denn es heißt hier also: Naja, wenn ich eine Einladung erhalten würde, öffentlich an einem Ort zu sprechen, würde ich gehen und ihnen erzählen, was ich in der Schrift über das Herrn kommen erkannt habe. Wir sagen, das sollte doch für Gott keine schwere Aufgabe sein, oder?
Sofort, sagt Miller, war meine Last wie weg und ich erfreute mich, dass ich somit wohl nicht gehen müsse, da ich, jetzt schauen wir mal in sein Herz hinein, warum er dieses Abkommen schloss, da ich noch nie, so ist der Mensch, da ich noch nie eine solche Einladung erhalten hatte. Also er legte Gott etwas vor, was es so zuvor noch nie in seinem Leben gab. Gott wäre doch nicht imstande, das zu erhören. Niemand wusste darum. Also alles sprach für ihn. Ja, wer soll denn kommen, wenn sie es noch nicht mal gewusst haben? Sodass ich geringe Sorge haben musste, dass ich auf solchem Wege berufen werden würde. Miller meinte also, es Gott so richtig schwer gemacht zu haben und ihm eine unlösbare Aufgabe vorgelegt zu haben. Und hier kommt der Punkt, ihr Lieben. Das Problem war, dass Gott nicht nur sein Abkommen erfüllen sollte, sondern dass in dem Moment, wo er dabei war, zu beten und dieses Abkommen zu äußern im Geiste, bereits jemand auf dem Weg war, ihm genau die Antwort auf dieses Abkommen zu geben. Denn ein junger Mann war längst auf dem Weg, selbst bevor dieser William Miller gebetet hatte. Und der Grund wäre, dass in der Gemeinde dieses jungen Mannes, in der Stadt Dresden, es an dem nächsten Morgen, es war ein Sonntagmorgen, eines Predigers fehlte. Wir haben nun Samstagmorgen, Miller studierte, er war ja erleichtert, dieses Gebet wäre unerhörbar und dann auf einmal klopft es an der Tür. Da stand dieser junge Mann, was würde er wollen, und bat ihn, die Predigt den nächsten Tag zu übernehmen und er hing den Disclaimer mit an seine Worte ran und sagte, damit er von seinen Entdeckungen aus der Schrift berichten könnte. Was meint ihr, was nun durch Millers Herz gehen musste? Die Antwort historisch darauf ist, er war sprachlos. Und das Erste, was er tun würde, nachdem Gott ihm gezeigt hat, dass er wirklich der Herr ist und seine Gedanken höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege sind, dass er die Flucht ergriff. Schon wieder konnte er sich das nicht erklären. Lernte er diesen Gott immer besser kennen und auch die Größe und die Allmacht dieses Gottes? Ich war ärgerlich mit mir selbst, dass ich solch ein Abkommen geschlossen hatte. Ich rebellierte gegen Gott und entschloss mich, nicht zu gehen. Was für ein trotzig und verzagtes Herz wir doch manchmal haben. Das heißt, seine Reaktion war die Flucht. Und zwar durch die Hintertür, direkt in den Garten, in den nächsten Ahornhain, auf seinem Grundstück, ein kleines Wäldchen. Da würde er jetzt die Sache unter Männern zwischen sich und Gott regeln. Und hier rang er nun mit Gott. Das erinnert mich an Jakob. Und er bat um eine Entbindung von dem Gelübde, das vorher selbst ihm über die Lippen gegangen war. Und zwar für circa eine Stunde. Schließlich müssen wir wieder historisch festhalten an dieser Stelle, dass er als Farmer die Flucht ergriff durch die Hintertür. Wie häufig haben wir Hintertüren in unserem Leben, über die wir versuchen, uns zurückzuziehen und gegen das Wirken Gottes zu handeln, mit dem er uns nachgeht, uns zu erretten. Aber als Prediger, selbst wenn es eine Stunde dauern würde, der Kampf, selbst wenn er schon seit 13 Jahren ringen würde, als Prediger kam er zurück. Das war der zweite, der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Wirst du ein Abkommen mit Gott schließen, sagte er sich, und es dann so bald brechen? Miller wäre zu prinzipientreu, als dass er den Bund nicht erfüllen würde. Wir sehen hier ein Bild von seinem Zuhause und da fällt uns ein, der Junge, der steht immer noch da. Der hat auch eine Engelsgeduld, wie wir so schön sagen, gehabt. Er wartet ja immer noch auf die Antwort. Er könnte doch nicht zurückkommen ohne Antwort. Was wäre an dem nächsten Tag mit der Predigt? Einen Tag später stand Miller, wie versprochen, Gott hatte das Abkommen erfüllt vor der Versammlung. Aber Millers Unbehagen, er war ja nur ein einfacher, ein schlichter Mann,
wäre so groß, dass er die Gemeinde bat, die Versammlung in der Küche abzuhalten. Da stand er zwischen dem Herd vermutlich und dem Essenstisch und würde selbst hier predigen. Es würde der Botschaft keinen Abbruch tun. Sobald ich zu sprechen begann, war meine Schüchternheit wie weg und vor mir war nur noch die Bedeutung der Botschaft, die ich nach Gottes Vorsehung auch präsentieren konnte. Erneut sehen wir ein anderes Bild von seinem Zuhause. Miller nahm diesen Ruf Gottes mit knapp 50 Jahren an. Und er würde eine riesige Aufgabe vor sich haben. Wir sehen, es ist damit nie zu spät, Christus und diesen Gott in unserem Leben persönlich anzunehmen. Wenn er selbst für diese große Aufgabe mit knapp 50 erst eintreten würde. Trotzdem würde dieses hohe Alter später ihm häufig die Verkündigung unmöglich machen, aufgrund von Krankheit. Das heißt, Gott ist imstande, die Berufung zu schenken, sodass wir keinen Frieden mehr haben, weil wir merken, der Geist Gottes ringt um uns und er würde auch die Befähigung schenken, selbst wenn die Welt uns für verachtet sieht. Und die Versammelten, selbst wenn es nur in der Küche war, waren außer sich. Und sie baten ihn aufgrund dessen, was er da für sich studiert hatte, was sie so nicht gewohnt waren, aus des Predigers Munde ihrer Zeiten zu hören, diese Versammlung für eine weitere Woche, eine ganze Woche zu verlängern. So würde er jeden Abend ihnen mit der Predigt dienen. Sein Thema war von nun an die Wiederkunft. Und als Ergebnis nur dieser ersten gefolgten Einladung würden mehr als ein Dutzend Familien sich dort von dieser Gemeinde zu dieser Wahrheit bekehren in dieser Woche. Als er dann zu Hause ankam, was musste er gedacht haben? Welche Gefühle musste er gehabt haben? Wartete bereits die nächste Einladung auf ihn. Aber die Einladenden von dieser zweiten Einladung wussten nichts von dieser ersten Einladung. Und dass er dort schon angefangen hat zu verkündigen, damit hatte Gott doppelt bestätigt diesen Bund, um den Miller gebeten hatte. Ganz nach den Worten des Paulus aus dem Korintherbrief, wo es heißt, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Auch Gott ist prinzipientreu, nicht nur Miller wäre prinzipientreu. Auch am Ende der Zeit würde sich Gott getreulich an sein Wort halten und an seine Prinzipien. Und bald, das war jetzt die zweite Einladung, kam die dritte, die vierte. Bald würde er so viele Einladungen bekommen, dass er nicht mehr imstande wäre, diese Einladungen abzuarbeiten. Ein Jahr nach Dresden schrieb Miller: Mein Bruder, du siehst, dass der Herr die Saat austeilt. Ich komme auf 8 Prediger, die diese Botschaft bereits predigen. Ich weiß um 100 Geschwister, die sagen, dass sie diese Lehre angenommen haben. Die Wahrheit ist mächtig und sie wird siegen. Häufig meinten die Prediger, Miller von seinem Irrtum überzeugen zu können. Was macht er dann mit ihnen? Er studierte gemeinsam mit ihnen die Schrift. Mit den Werkzeugen, die ihnen in die Hand gegeben wurde, Schrift und Konkordanz. Als Folge haben sich viele Prediger, die ausgebildet waren, die sich nicht von irgendwelchen Gefühlen gefangen nehmen lassen würden, es genauso angenommen wie Miller und seine Hoffnung geteilt. Ich rate dir, dass du deine Zuhörer in langsamen, das sagt Miller, und sicheren Schritten wohin führst? Zu Jesus führst. Denn diesen Jesus hatte er zuvor selber kennengelernt, bevor er von dem Gericht erfuhr. Du musst ihnen von der Bibel erzählen und alles in deiner Macht Stehende tun, damit auch andere, die was lieben? Die Bibel lieben. Zeig ihnen, dass du ernsthaft glaubst, was du predigst. Dies waren also die Instruktionen von Miller an die Prediger. Das heißt, Millers Anliegen wäre nicht, die Menschen zum Weltende zu führen. Sein Anliegen wäre es, sie zu Christus zu führen.
dann kann mit dieser Welt passieren, was auch immer passieren soll. Sie kann untergehen und sie kann auch 100 Jahre existieren und hier können chaotische Zustände, selbst eine Welt im Ausnahmezustand existieren. Dann hätten wir trotzdem Frieden, egal wie es kommt. 1833 erhielt Miller dann seine Predigerlizenz. Das heißt, die Menschen würden 2 Jahre länger brauchen, um diesen Bund zu bestätigen. Deswegen hören wir auf Gott, mit ihm sind wir immer up to date. Millers Alltag bestand dann daraus, dass er viel predigen würde. Und er würde viel reisen, um die Einladungen abzuarbeiten. Er würde dann 2 bis 3 Mal am Tag predigen. Er würde teilweise 4 Monate predigen mit vielleicht einem Tag Unterbrechung. Das sagt uns die Geschichte. Er würde nebenbei noch seine Farm bestellen, das Feld bestellen, um seine Familie, die aus 8 Kindern bestand, zu ernähren. Was für eine geheure Aufgabe. Und wie Paulus würde er eine große Aufgabe in der Verkündigung haben und trotzdem seinem Broterwerb nachgehen. Eines Tages war Millers, eine ganz schöne Anekdote könnte man sagen, auf einem Dampfschiff, und zwar auf dem Hudson River. Und die Passagiere sprachen dort auf diesem Dampfschiff über die neuesten Entdeckungen, weil solch ein Dampfschiff zu ihrer Zeit etwas sehr Fortschrittliches war. Und Miller nahm dies, der dieses Gespräch gehört hatte, als Anlass, mit ihnen über Daniel 12, Vers 4 zu sprechen, wo es ja heißt, dass die Erkenntnis am Ende der Zeit zunehmen würde. Und er benutzte dies und sprach dann über die Prophetien, die auch im Danielbuch standen. Nachdem er fertig war mit seinen Äußerungen, entschuldigte er sich bei den Passagieren für die Störung, ging dann artig, er war ja gut erzogen, auf die andere Schiffsseite. Das Problem war, dass die Gruppe ihm gefolgt ist und sie noch mehr hören wollten, weil sie so etwas bis dato nicht gehört hatten. Und sie baten ihn um weitere Erklärung, was er da in der Schrift erkannt hatte. Und dann ging er genauestens durch das Danielbuch und seine Prophetien mit diesen Interessierten auf dem Dampfschiff. Der Herr war mit mir. Ich bin in zahlreichen Städten gewesen. Einige wirklich verhärtete Rebellen wurden dazu gebracht, um Vergebung zu beten. Gesegnet sei der heilige Name Gottes, der mir sogar mehr gegeben hat, als ich gewagt hätte zu erbeten. Wir wissen, dass seine Treffen immer gut besucht waren. Und selbst Geistliche unter seinen Zuhörern waren, selbst sie würden zuhören und sie würden kommen aus sämtlichen Denominationen. Am Ende einer 16-teiligen Reihe stand dann ein Prediger auf und er sprach, Ältester Matteson stand am Ende meines letzten Vortrages auf und erzählte der Versammlung in eindrucksvoller Art und Weise, dass er überzeugt, bewegt und bekehrt wurde. Zitat Ende. Er gestand, dass er Dinge gegen den Sprecher gesagt und geschrieben hatte, über die er sich jetzt schämt. Wer kann solche Resultate hervorbringen? Öffentlich jetzt zu bekennen, was er getan hatte, was in seinem Herzen vor sich ging. Der Geist Gottes wirkte hier durch die Verkündigung der Schrift. Selbst bei eingefleischten Predigern. Er hat ihn den Mann des Weltendes genannt und den alten Visionär, Träumer, Fanatiker. Machen wir nicht auch heute gewisse Menschen in unserer Gesellschaft schlecht und kippen ein Kübel mit schlechten Anschuldigungen und Etiketten über sie? Er sagte, dass er der Versammlung mit dem Entschluss beitrat, nicht zu glauben, ihn vor den Leuten, die anwesend waren, bloßzustellen und seine Torheit aufzuzeigen. Daher hat er aufmerksam und missgünstig zugehört. Auch weitere Prediger glaubten an die Botschaft, selbst wenn sie Miller nie gesehen hatten. Darüber heißt es, ich bin dir ein Fremder, aber ich vertraue darauf, dass ich durch die Gnade Gottes Jesus gegenüber, dem ich diene, kein Fremder bin. Ich bin Prediger einer orthodoxen Kirche. Vor einigen Wochen wurden mir ihre Vorträge über das zweite Kommen Jesu,
in die Hände gelegt. Ich las sie mir durch. Damals gab es noch keine DVDs und Links. Nichts über dieses Thema wissend. Ich studierte sie mit überwältigendem Interesse, so wie ich es keiner anderen Lektüre über jemals verspürte, außer der Bibel. Ich verglich es mit der Schrift und der Geschichte und ich finde nichts, woran ich den geringsten Zweifel über die Richtigkeit dieser Ansicht gegenüber haben könnte. Millers Botschaft, was er entdeckte, war gegründet auf Gottes Wort. Und selbst Prediger, die es kritisch sehen mussten, weil sie doch ganz anders studiert und ganz anders gepredigt hatten, sahen dies so. Der Verfasser dieser Worte war ein Pastor, der studiert hatte an der Brown University. Sein Name war Charles Fitch. Merken wir uns diesen Namen, wir werden nochmal auf ihn stoßen. Das heißt, Miller war gewissermaßen ein Phänomen, denn er fesselte die Zuhörer für mehrere Stunden in überfüllten Sälen. Laien würden sich aufgrund dessen bekehren und selbst Prediger haufenweise schlossen sich dieser Botschaft an. Ich verbringe meine ganze Zeit damit, Vorträge zu halten, zu denen ich ungefähr eine Woche an einem Ort bleibe. Die Versammlungen sind ziemlich überfüllt. Und am letzten Tag, das ist ein gutes Zeichen, habe ich meistens mehr Zuhörer als an den Tagen zuvor. Viele sagen, dass es sich vernünftig anhört und beginnen dann, es zu studieren. Diese Worte stammen aus dem Jahre 1834 und sie zeigen hier bereits in Ansätzen das Wachstum der Bewegung. Andere treiben ihren Hohn und ziehen es ins Lächerliche und wieder andere glauben, dass es wahr ist. Prediger sind generell am schwersten zu überzeugen, dennoch sagt man mir nach, dass sie kein Argument vorbringen könnten, welches der alte Mann nicht widerlegen könnte. Das heißt, die Prediger konnten diesen alten Mann, diesen Ungebildeten nicht widerlegen. Seine Stärken waren, menschlich gesehen, nämlich, dass er eine schlüssige Argumentation hatte. Er würde logisch denken und er würde keinen Raum für Zweifel lassen. Und vermutlich die wichtigste Eigenschaft, er würde eine große Last für Seelen verspüren. Die Seelen, zu denen ich gesprochen habe, sind stetig vor mir, Tag und Nacht. Ich kann sie zu Tausenden umkommen sehen. Und wenn ich an die Verantwortung ihrer Lehrer denke, welche sagen, Friede und Sicherheit, ist es heute anders? Dann schmerzt es mich für sie. Welche Stellung würde William Miller, wenn er in unserer Zeit leben würde, einnehmen? Und wie gewaltig und wie gesalzen und wie kraftvoll aus der Schrift heraus würde er heute hier predigen und der Welt verkündigen? Sein Wesen war schlicht und wir wissen, dass seine Sprache umständlich und voller Umgangssprache war und dass er grammatikalisch häufig inkorrekt war, womit man dann ihm noch gespottet hat. Aber Gott würde trotzdem diesen Mann gebrauchen. Bis zum Ende der 1830er war Miller beschäftigt mit dem Predigen, so viele Jahre. Ich bin bisher mit meiner Aufgabe beschäftigt, die Einwohner zu warnen, sich vorzubereiten für den großen Tag des Allmächtigen und anhand der Schrift zu prüfen, dass dieser Tag nah vor der Tür steht. Sein Schwerpunkt bisher waren die Dörfer und die kleineren Städte. Er würde darüber nicht hinauskommen und treu den Einladungen folgen. Aber Ende der 1830er, im Jahre 1839, würde er auf einen gewissen Joshua Himes treffen, einen zweiten Namen, den wir uns mal merken können. Und er würde diesen William Miller ab dem Jahr 1839 in die großen Metropolen bringen, weil auch er, Joshua Himes, als Pastor erkannte, dass da etwas Übernatürliches war, was ihn begleitete. Und dass seine Auslegung wirklich schriftgetreu war. Wir werden in der Vertiefung zu diesem ersten Hauptvortrag
Es gibt zu jedem Vortrag eine Vertiefung, die später ausgestrahlt werden. Wir werden uns in dieser Vertiefung mit diesem Joshua Himes beschäftigen und wie er diesen William Miller in die großen Metropolen brachte. Auch werden wir uns in der Vertiefung zu diesem ersten Vortrag einen Zeitstrahl anschauen, wo wir all diese Ereignisse, weil manchmal ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, all die Ereignisse anschauen wollen, die sich zu ihrer Zeit ereignet hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Beten wir zusammen. Stehen wir auf. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns die Geschichte anvertraut hast und wir so viel daraus lernen können, auch für unsere heutige Zeit, wo wir auch heute mit ungewissem Blick in die Zukunft schauen. Hilf, dass auch wir eine Last für Seelen haben, wie sie William Miller hat. Er kann sich dafür nicht selber rühmen, aber du hast ihm diese Last ins Herz gegeben, weil er offen war und deinen Geist hat an sich wirken lassen. Helf, dass auch wir offen sind, dass auch wir deinen Geist an uns wirken lassen und dass, wenn du uns zu etwas berufst und wenn du uns den Weg weist und den Weg offenbaren möchtest, dass wir genauso willig sind, letztlich wie Miller, dann getreu diesen Weg auch zu folgen, damit wir, egal was in dieser Welt passiert, mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. Vielen Dank, dass du es nach deiner Verheißung aus Jeremia auch tun möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Es ist nicht interessant, wie Gott die Menschen führt und wie er sie beruft für seine Aufgaben. Daran ist wieder zu erkennen, wie groß unser himmlischer Vater ist und wie hoch seine Gedanken sind. Wir sind jetzt tatsächlich für heute zum Ende gekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Zuschauer im Livestream, dass Sie eingeschaltet haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder pünktlich um 19 Uhr dabei wären mit dem Thema Bis an das Ende der Welt. Vielen Dank und schönen Abend Ihnen.